Also, weil ich wollte das eigentlich immer schon machen. Rausgehen bedeutet auch gesehen werden. Und gesehen werden bedeutet auch von euch allen da draußen bewertet werden. Und da war ich eine Zeit lang nicht so sicher, ob ich das will. Weißt du, ich bin so lange Entertainerin. Ich weiß einfach, dass es super wird. Und jetzt Es war ein Herzenswunsch von dir, jetzt ja. neben dieser sehr erfolgreichen Moderation, Schauspielen, was du alles machst, wieder musikalisch auf die Bühne zu Ja. treten. Wie viel Respekt gab es aber auch davor? Eine Hölle. Also, weil ich wollte das eigentlich immer schon machen. Habe auch nie aufgehört zu singen. Habe Galas moderiert und mit meiner Band dann immer noch so ein Stundenprogramm nach der Moderation, zack, auf den Tisch gestellt. ABBA-Medley gesungen. Motown-Sachen, Tina Turner, immer schön beim Vorstand am liebsten auf dem Tisch. Natürlich. Ach, herrlich. Das habe ich immer gemacht oder in meinen Sendungen. Ich hatte das Pepelinhardt-Orchester jahrelang, großartig von Udo Jürgens, die Band. Und wir haben mit nationalen, internationalen Stars zusammen gesungen. Und in kleinen Clubsendungen haben wir auch so, oh, wir haben alle geschwitzt und keine Klimaanlage. Nee, es war so richtig herrlich. Toll. Also als Bosshaus mal kam, mit der ganzen Band waren, glaube ich, mehr von der Band da als vom Publikum, weil wir gar keinen Platz mehr hatten. So klein war das. Großartig. Und die haben aber alle gesagt, warum singst du eigentlich nicht mehr? Und das habe ich mir auch immer gewünscht, habe mich aber nicht getraut, weil rausgehen bedeutet auch gesehen werden. Und gesehen werden bedeutet auch von euch allen da draußen bewertet werden. Oder wenn du sagst, umso schmutziger, desto höher die Klickzahl. Das kann ein Prinzip sein. Du meinst, ist es jetzt nicht. Ich habe andere Geschichten, aber du musst halt rausgehen. Und da war ich eine Zeit lang nicht so sicher, ob ich das will. Und jetzt weiß ich, dass ich es ganz toll will. Und Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die haben mir ja für mich auch eine Nummer geschrieben, wo Peter ja auch mit mir das Duett sogar singt. Und die haben auch gesagt, Kim, tu uns einen Gefallen, nimm das ernst. Dein Publikum wird wollen, dass du es ernst nimmst. Und sie merken es mit jedem Atemzug von mir, dass ich das sehr, sehr ernst nehme. Dass ich das wirklich will und dass ich so einen Spaß darauf habe. Ey, wie oft habe ich mir vorgestellt, wie so eine Tour aussehen würde. Oh, und dann würde ich mit so einer Band und ich würde da stehen und das Mikrofon habe ich hier und dann würde ich tanzen und dann würde ich. Weißt du, ich bin so lange Entertainerin, ich weiß einfach, dass es super wird. Und jetzt kenne ich die Band, mit der ich das machen werde. Und es wird unfassbar gut. Ja, und ihr kommt bitte alle vorbei. Alle Ja, Tourtermine findet ihr bitte. natürlich bei Kim Fischer. Ey, wisst ihr, was ich echt spitze finde? Der 31-Jährige sagt zur 53-Jährigen, du musst mich jetzt da durchleiten. Ich habe davon keine Ahnung. Leute, es geht um Social Media, es geht um euch, es geht um YouTube. Wir brauchen euch, wir wollen euch, wir wollen mit euch quatschen, wir wollen kommentieren, Sachen kommentieren, die ihr wiederum kommentiert habt. Drückt eure, da oben habt ihr doch die Glocke, drückt die, dann kriegt ihr immer auch natürlich Bescheid, wenn neue Videos kommen. Und abonniert uns, und zwar hier deinen Kanal. Julian David und den Kanal. Kim Fischer. Und natürlich Schlager.de, ganz besonders wichtig. Besser hätte ich es nicht beschreiben können, es war eigentlich nur ein Test, ob du dich wirklich gut auskennst bei YouTube. Das ist so, also bitte kommentieren, jegliche Fragen beantworten wir dann später. Aber wirklich, musst du auch echt machen. Ja, mach Nicht nur ich. quatschen, Ja, wirklich mach ich. machen. Auch für dich. Also wenn dich jemand was fragt, ich Auf beantworte gar das keinen gerne. Fall. Ich beantworte meine Sachen alle selbst. Okay, bis gleich.